Bei welchem Preis wird er weich? Daniel Levy, Tottenhams letzte Instanz in Sachen Transfer von Harry Kane zu Manchester City. Kane soll der zweite Königstransfer werden nach Jack Grealish, den 100 Millionen Pfund Mann. Und er stand sofort in der Startelf des Meisters. Kane verpasste die Party komplett zum Saisonauftakt vor knapp 60.000 Zuschauern. City hellblau, hellwach, fünfte Minute, Fernandinho. 36, Captain und mittlerweile dienstältester Citizen nach dem Abgang von Sergio Aguero. Nur eine Minute später, Mandy, Linksverteidiger in der Viererabwehrkette. Der Seitenwechsel auf Mahrez, dann kommt Cancelo, da fehlte nicht viel. Cancelo verpasste ja die EM für Portugal aufgrund einer Corona-Infektion. Tottenham stand kompakt, stand dicht, vorne erst in der 24. Minute gefährlich. Und diese Szene hat es in sich mit Lucas Moura und Ilkay Gündoğan. Stand goldrichtig für City, für Ederson. Der Ball wäre reingegangen. Im Laufe der ersten Hälfte fand Tottenham seinen Rhythmus. Hinten ein Bollwerk und nach vorne ab die wilde Fahrt. Rasiermesserscharfe Konter, das ist Son, 40. Son, Ball noch leicht abgefälscht. Auch da fehlte nicht viel. Heung-min Son heute ungewohnt auf der Kane-Position als Mittelstürmer in einem 4-3-3 von Nuno Espirito Santo. Die zweite Hälfte. 55. wieder Son und Son macht es für Tottenham. In den letzten drei Heimspielen hat Tottenham gegen Manchester City immer jeweils gewonnen. Champions League Viertelfinale zweimal in der Premier League. In allen drei Spielen hat Son jeweils getroffen und hier zum vierten Mal in Folge platziert. Und nichts zu halten für Ederson. Und weiter ging die Party. Tottenham nach vorne. Immer wieder schnell und scharf unterwegs mit Lucas Moura und dann Bergwijn und dem 2:0 auf dem Fuß in der 60. Minute. City erschreckend bieder, erschreckend schwach, ohne Punch, ohne Flair. 74. Da ist Grealish. Die Aura eines 100 Millionen Pfund Transfers, aber eben nicht die Treffsicherheit. Die dritte 1:0 Niederlage in Folge für City. Das Champions League Finale, das Community Shield und jetzt den Saisonauftakt vergeigt.